Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Effiziente Harmonisierung von Umfrageskalen im Rahmen der Vortragsreihe Meet the Experts der Abteilung Survey Design and Methodology hier bei GESIS. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Ranjit Singh und ich bin Postdoc hier in der Abteilung Survey Design and Methodology im Team Questionnaire Design and Evaluation. Ich bin ein Sozial- und Verhaltenswissenschaftler, wobei sich der Fokus auf Methodenfragen, insbesondere von Umfragen und Fragebogeninstrumenten, als roter Faden durch meinen Lebenslauf zieht. Bei GESIS forsche und berate ich zur Ex-Post-Harmonisierung von Umfrageinstrumenten und Daten. Und was genau das ist, das führe ich gleich noch aus. Daneben beschäftige ich mich aber auch mit der Qualität von Umfrageinstrumenten generell. Und als inhaltliches Thema auch mit Selbstkontrolle. Als Einstieg in das heutige Thema muss es erstmal darum gehen, was Harmonisierung eigentlich ist. Im Kontext der Umfrageforschung ist Harmonisierung der Oberbegriff über viele Aktivitäten, die alle zum Ziel haben, die Vergleichbarkeit von Umfragen und Umfragedaten zu verbessern. Harmonisierung versucht dabei, Vergleichbarkeit über verschiedene Umfragekontexte hinweg herzustellen. Beispiel sind Vergleichbarkeit von Umfragen über Länder, Sprachen und Kulturen hinweg. Oder aber auch Vergleichbarkeit über verschiedene Umfragewellen hinweg. Zunehmend wichtiger wird aber auch die Vergleichbarkeit über Umfragemodi hinweg, wie zum Beispiel selbstadministrierte Umfragen, webbasiert oder als Papierfragebogen. Ebenfalls im Trend liegt noch das Kombinieren von Daten aus völlig verschiedenen Umfrageprogrammen, dann meist mit einem Fokus auf einen thematischen Schwerpunkt. Grundlegend lassen sich bei Harmonisierung zwei Ansätze unterscheiden. Zum einen Ex-ante-Harmonisierung, bei der die spätere Vergleichbarkeit bereits vor Erhebung der Daten intendiert ist und in die Umfragegestaltung mit einfließt. Klassisches Beispiel sind hier internationale Umfrageprogramme, die mit großem Aufwand sicherstellen müssen, dass die nationalen Teilstudien anschließend zu einem internationalen Datensatz kombiniert werden können. Zum anderen Ex-Post-Harmonisierung, bei der die Vergleichbarkeit von bereits existierenden Umfragedaten verbessert wird, die nicht auf die angestrebte Vergleichbarkeit ausgelegt waren. Dies ist auch der Fokus des heutigen Vortrags. Im Folgenden betrachten wir nun beispielhaft Ziele, die mit Ex-Post-Harmonisierung verfolgt werden können. Ex-Post-Harmonisierung ist oft nötig, um Zeitreihen zu heilen, zum Beispiel wenn sich ein Instrument oder auch der Umfragemodus entlang der Zeitreihe ändert. Es ist aber auch möglich, mit Ex-Post-Harmonisierung Zeitreihen aus ganz verschiedenen Datenquellen zu synthetisieren. Ex-Post-Harmonisierung kann auch Mittel der Wahl sein, wenn ein Umfrageprogramm nur einen Teil der geografischen Regionen abdeckt, an denen man interessiert ist. Um dies zu kompensieren, kann man Daten aus weiteren Umfrageprogrammen hinzufügen und dann durch Ex-Post-Harmonisierung vergleichbar machen. Ex-Post-Harmonisierung kann auch genutzt werden, um die Fallzahl zu erhöhen, indem man Daten verschiedener Umfragen oder Studien bündelt. Dies ist ganz besonders hilfreich für Forschung zu Subpopulationen, die zahlenmäßig so selten sind, dass die Daten einzelner Umfragen keine ausreichende Fallzahl bereitstellen. Man denke an Flüchtlinge oder LGBTQIA-Personen. Und selbst bei größeren Subpopulationen entstehen durch Intersektion schnell Gruppen mit zu geringer Fallzahl. Kurzum ermöglicht Ex-Post-Harmonisierung eine Nachnutzung existierender Daten, die über das hinausgeht, was mit den einzelnen Datenquellen getrennt möglich war. Das harmonisierte Ganze ist eben mehr als die Summe seiner Teile. Für weitere Ideen, wozu Ex-Post-Harmonisierung noch gut sein könnte, sei auf einen meiner Beiträge im GESIS-Blog verwiesen, der weitere Anwendungsideen vorstellt. Den Link finden Sie unten auf der Folie. In meinem Vortrag geht es nun ganz konkret um die Ex-Post-Harmonisierung von Umfrageinstrumenten und Daten zu latenten Konstrukten wie Einstellungen, Werten, Interesse oder auch Persönlichkeitseigenschaften. Und ganz wichtig, gemessen mit Einzelfragen, wie zum Beispiel, wie interessiert sind Sie an Politik? Latente Konstrukte heißen derweil so, weil sie nicht direkt beobachtbar sind.
Wir können anderen Menschen nicht einfach in den Kopf schauen, um zum Beispiel deren Einstellung direkt zu beobachten. Stattdessen müssen latente Konstrukte indirekt aus Verhalten oder Aussagen von Menschen erschlossen werden. Dafür gibt es sehr ausgefeilte Methoden in der Psychometrie, wie zum Beispiel Faktoranalysen. Die meisten solcher Methoden benötigen jedoch Messinstrumente mit mehreren Fragen oder Beobachtungen. Bei Einzelfragen funktionieren sie hingegen nicht. Daher ist die Harmonisierung von Einzelfragen besonders herausfordernd und spannend. Betrachten wir ein Beispiel. In einem Methodenexperiment haben wir Formulierungen zu sozialem Vertrauen und Misstrauen aus verschiedenen großen Umfrageprogrammen extrahiert. Diese Formulierungen wurden dann Teilnehmern in einem Experiment als Fragen mit immer der gleichen Antwortskala gestellt. Konkret haben wir hier zwei Formulierungen, die soziales Misstrauen ausdrücken. Eine 1 stellt dabei stärkeres Misstrauen dar, eine 5 geringeres Misstrauen. Oben als Instrument A sehen wir eine Formulierung aus dem deutschen Fragebogen des International Social Survey Program. Es gibt nur wenige Menschen, denen ich absolut vertrauen kann. Unten als Instrument B sehen wir eine Formulierung aus dem sozioökonomischen Panel. Heutzutage kann man sich auf niemanden mehr verlassen. Ich habe hier bewusst ein Beispiel gewählt, bei dem die Antwortoptionen identisch sind, aber die Frageformulierung sich unterscheidet. Dies deshalb, weil die Harmonisierung von Einzelfrageninstrumenten gerne als reines Problem der Antwortoptionen oder gar nur als Problem der Zahl an Antwortoptionen gesehen wird. Dabei spielt der Fragetext eine ebenso große Rolle. Ich betone aber, dass die Methode, die wir heute kennenlernen, Unterschiede in der Zahl und der Formulierung der Antwortoptionen ebenfalls mit bereinigt. Hier sehen wir nun die relativen Häufigkeiten der Antwortoptionen der beiden Instrumente. Ich betone, dass beide Antwortverteilungen die gleiche Population, nämlich die Stichprobe unseres Experiments, repräsentieren. Wir sehen hier also pur die Unterschiede durch die Messung und keine realen Unterschiede in der Beschaffenheit der Befragten. Allein durch die unterschiedliche Frageformulierung ergeben sich trotz identischer Antwortoptionen deutlich unterschiedliche Antwortverteilungen. Betrachten wir die durchgezogenen schwarzen Linien, wird klar, dass sich durch die unterschiedliche Formulierung die durchschnittliche Antwort um fast eine ganze Standardabweichung zwischen Instrument A und B unterscheidet. Dieser Fall ist ein klassischer Ausgangspunkt für die Ex-Post-Harmonisierung von Umfragedaten. Nehmen wir nun an, wir wollten Umfragedaten zu sozialem Misstrauen, gemessen mit Instrument B, so harmonisieren, dass sie vergleichbar werden mit Daten, gemessen mit Instrument A. Hier ist es nun sinnvoll, den Harmonisierungsprozess in drei Arbeitsschritte zu untergliedern. Nicht immer sind alle drei Schritte nötig, weil zum Beispiel Vergleichbarkeit auf der jeweiligen Ebene bereits bekannt ist oder trivial festzustellen ist. Es sind jedoch drei Aspekte, die man bei der Ex-Post-Harmonisierung zumindest im Hinterkopf behalten sollte. Schritt 1 ist festzustellen, ob beide Instrumente wirklich das gleiche Konzept erfassen. Daten gemessen mit verschiedenen Instrumenten in eine einzige Variable zu harmonisieren, macht nur Sinn, wenn die Instrumente auch das gleiche Konzept in der Realität abbilden. Sonst entstehen konzeptuell gemischte Variablen, die nicht mehr wirklich interpretierbar sind. Der zweite Arbeitsschritt ist, die Messgenauigkeit der beiden Instrumente zu prüfen. Wenn zwei Instrumente das gleiche Konzept in der Realität abbilden, dann stellt sich die Frage, wie genau sie die Realität abbilden. Maße mit sehr unterschiedlicher Messgenauigkeit könnten sonst Analysen im kombinierten Datensatz verzerren. Als letzter Arbeitsschritt steht die Harmonisierung der Messeinheiten an, also die Anpassung des numerischen Formats der Instrumente, sodass sich Befragte, die sich im Konstrukt ähneln, im harmonisierten Datensatz auch mit der gleichen Zahl repräsentiert werden. In diesem Vortrag geht es vorrangig um den letzten Arbeitsschritt. Jedoch möchte ich kurz auf die beiden vorangehenden Aspekte eingehen, da ein Angleich der Messeinheit nicht ausreichend ist, wenn die beiden anderen Aspekte vernachlässigt wurden. Zunächst also die Frage der Konzeptvergleichbarkeit. Manchmal kann der Fall sehr klar sein. Zu Fragen, wie sehr oder wie stark sich Befragte für Politik interessieren, macht wahrscheinlich keinen nennenswerten Unterschied. Es gibt jedoch auch Fälle, da steckt der Teufel im Detail. Analysen im Experiment, aus dem unser empirisches Beispiel stammt,
legen zum Beispiel nahe, dass Formulierungen, die soziales Vertrauen ausdrücken und Formulierungen, die soziales Misstrauen ausdrücken, zwar verwandte, aber nicht identische Konstrukte abbilden. Daher nutzen wir als Beispiel auch zwei Formulierungen zu Misstrauen und nicht gemischte Formulierungen. Festzustellen, ob zwei Instrumente das gleiche Konstrukt erfassen, ist dabei nicht trivial. In der Praxis wird Konstruktvergleichbarkeit oft so angegangen, dass man zwei Instrumente nebeneinander legt und sie untereinander vergleicht. Ich würde jedoch ein anderes Vorgehen vorschlagen. Denn Instrumente, die latente Konstrukte abbilden, sind bereits für sich genommen komplex. Wie erwähnt, sind latente Konstrukte nicht direkt beobachtbar, sondern müssen indirekt erschlossen werden. Wir müssen also bei Instrumenten ohnehin zeigen, dass sie auch das Konzept einfangen, das sie messen sollen. Das nennt man gemeinhin auch Validierung, also das Testen, ob ein Instrument ein gültiges Maß des Konstruktes ist. Je nach Disziplin und Forschungsfeld gehen die Ansätze hier auseinander. Von Expertenurteilen über qualitative Pretests bis hin zu quantitativ-empirischen Verfahren der Psychometrie. Die Grundidee ist jedoch, dass wir im Forschungsalltag auch ohne harmonisierte Daten bereits Brücken zwischen Messung und Realität bauen müssen. Also zum Beispiel zwischen Instrument A und sozialem Misstrauen, dem latenten Konstrukt, das wir eigentlich abbilden wollen. Mein Argument ist nun, dass Konzeptvergleichbarkeit einfach nur Validität mal 2 ist. Wir beantworten zwei Fragen. Erstens, misst Instrument A das gewünschte Konzept? Und zweitens, misst Instrument B das gleiche Konzept? Harmonisierung auf konzeptueller Ebene benötigt also keine neuen Methoden, sondern wir können die Methoden verwenden, die ohnehin schon zur Validierung einzelner Instrumente benutzt werden. Wer jedoch noch nach Inspirationen sucht, der sei auf einen weiteren meiner Beiträge im GESIS-Blog verwiesen. Denn darin wird die Idee weiter ausgeführt und ein kurzer Überblick über die verschiedenen Methoden gegeben. Zum Beispiel Pretests mit kognitiven Interviews, zu dem es bei Meet the Experts auch im Januar schon einen Vortrag gab, der nun auf YouTube zu finden ist. Nun zum zweiten Arbeitsschritt, also dem Prüfen, ob beide Instrumente ähnlich genau messen. Etwas formeller meine ich damit, ob beide Instrumente ähnlich reliabel sind. Reliabilität ist das Gegenteil des Zufallsfehlers, den man beim Messen macht. Man kann sich Messung vielleicht wie das Werfen von Darts auf eine Zielscheibe vorstellen. Die Darts sind einzelne Messungen und das Zentrum der Zielscheibe der eigentlich korrekte Wert. Links sehen wir hohe Reliabilität mit Darts eng um das eigentliche Ziel, also geringer Zufallsfehler. Rechts geringe Reliabilität mit Darts weit gestreut, also ein großer Zufallsfehler. Reliabilität ist wichtig, weil Analysen nicht genauer sein können als die Messung. Geringe Reliabilität bedeutet also zum Beispiel, dass wir Effekte unterschätzen. Korrelationen fallen geringer aus, als sie in Wahrheit sind. Wenn wir nun bei Ex-Post-Harmonisierung Daten, die mit sehr unterschiedlicher Reliabilität gemessen wurden, zusammenfügen, dann vermischen wir genauere und ungenauere Daten. Analysen werden dadurch in Abhängigkeit des verwendeten Instruments verzerrt. Wurden die Instrumente in verschiedenen Populationen verwendet, wie zum Beispiel verschiedenen Ländern, dann unterschätzen wir nun Effekte in dem Land mit dem ungenaueren Instrument. Falls die Messgenauigkeit sich also stark unterscheidet, sollte dies zumindest dokumentiert werden. Dann können Forscherinnen ihre Analysen entsprechend gestalten und die Unterschiede zum Beispiel durch eine Attenuationskorrektur kontrollieren. Die Schätzung von Reliabilität bei Umfrageinstrumenten ist jedoch oft nicht ohne weiteres durchführbar. Das Problem von Reliabilitätsunterschieden ist damit kein alleiniges Problem der Ex-Post-Harmonisierung, sondern eine generelle Herausforderung für die Umfrageforschung. Für eine eingehende Diskussion des Themas und möglicher Methoden verweise ich daher auf einen neuen Artikel von Roger Tourangeau. Und nun zu Schritt 3, dem Harmonisieren von Messeinheiten in Anführungszeichen. Denn was sind eigentlich Messeinheiten bei latenten Konstrukten? Ich denke, die Frage nach Messeinheiten ist uns deutlich vertrauter bei manifesten physikalischen Größen wie der Temperatur. Wenn eine Temperaturvariable die Zahl 32 beinhaltet, dann wissen wir noch herzlich wenig darüber, wie kalt oder warm es ist. Denn 32 Grad Celsius ist Strandwetter. 32 Grad Fahrenheit hingegen ist eher Glühweinwetter. Kurzum,
Einheiten bauen eine Brücke zwischen Zahlenwerten und dem, was sie tatsächlich über die Realität aussagen. Aber wie bauen wir so eine Brücke zwischen der Realität und unseren Zahlen im Datensatz bei latenten Konstrukten, wie eben sozialem Misstrauen? Latente Konstrukte sind wie gesagt schwierig zu fassen, da wir Menschen nicht einfach in den Kopf schauen können. Sie sind nur indirekt erschließbar. Also wir können entweder basierend auf beobachtetem oder berichtetem Verhalten auf das Konstrukt schließen, oder wir können Menschen direkt bitten, Introspektion zu betreiben und uns Auskunft über ihre innere Beschaffenheit zu geben. Was wir also in den Daten haben, sind Messungen basierend auf Beobachtbarem. In der Fragebogenforschung sind das eben die Antworten der Teilnehmer. Dabei müssen Annahmen darüber getroffen werden, wie die Konstrukte überhaupt beschaffen sind, da wir sie ja nur indirekt erfassen können. Gerade bei Einzelfragen nehmen wir oft an, dass Menschen sich entlang einer einzigen Dimension entsprechend ihrer Konstruktintensität aufreihen lassen. Die Richtung kann dabei arbiträr gewählt werden. In unserem Beispiel reicht die Antwortskala von starkem zu schwachem sozialem Misstrauen. Also stellen wir uns eine Reihe von sehr stark misstrauischen bis sehr wenig misstrauischen Menschen vor. Und zudem sind solche Dimensionen meist kontinuierlich. Es gibt keine klaren Stufen, sondern Menschen können gleitend auf einem Gradienten verortet werden. Wenn wir nun Daten erheben, enthält unsere Stichprobe Menschen mit ganz unterschiedlichen Konstruktintensitäten. Die Form der latenten Verteilung dieser Intensitäten ist jedoch unbekannt. Manche Methoden nehmen eine Normalverteilung an, weshalb ich das symbolhaft auch so darstelle. Für unsere Zwecke ist die Form der latenten Verteilung aber erstmal nebensächlich. Was wir erfassen und dann im Datensatz stehen haben, ist derweil nicht die latente, sondern die beobachtete Ebene. Die Idee ist, dass Menschen Antwortoptionen einer Skala nutzen, um ihre Position entlang der latenten Dimension anzugeben. Menschen mit starkem Misstrauen wählen hier die erste Antwortoption, stimme voll und ganz zu. Menschen mit zunehmend geringerem Misstrauen wählen dann die zweite, dritte, vierte Antwortoption und so weiter. Nehmen wir einen durchschnittlichen Befragten. In unserem Experiment lag der Mittelwert für Instrument A nahe der zweiten Antwortoption. Personen, die durchschnittlich ausgeprägtes soziales Misstrauen für unsere Stichprobe haben, wählten also tendenziell eine 2 in Instrument A. Der Mittelwert der Antworten bei Instrument B lag hingegen nahe einer 3. Die gleiche durchschnittlich misstrauische Person, die eine 2 in Instrument A wählt, würde also eine 3 in Instrument B wählen. Kurzum, verschiedene Instrumente ordnen Menschen mit der gleichen Konstruktintensität unterschiedliche Nummernwerte in den Daten zu. Das ist ungünstig, wenn wir Daten gemessen mit A und Daten gemessen mit B in einem gemeinsamen Datensatz kombinieren wollen. Denn dann würden Menschen mit gleich starkem sozialen Misstrauen mit unterschiedlichen Zahlen abgebildet werden. Und zwar systematisch danach, welches Instrument sie beantwortet haben. Daher muss Harmonisierung diese Unterschiede bereinigen. Ziel ist Equity, also die Idee, dass Menschen mit der gleichen wahren Konstruktintensität im Schnitt die gleiche Zahl im harmonisierten Datensatz erhalten. Als Lösungsansatz schlage ich hierbei Equating vor. Equating ist eine Methodenfamilie aus der Psychometrie. Ziel von Equating ist es, die numerischen Ergebnisse verschiedener Instrumentversionen zum gleichen Konstrukt vergleichbar zu machen. Manche Equating-Verfahren benötigen Mehr-Item-Instrumente. Das sogenannte Observed Score Equating kann jedoch bei Umfrageinstrumenten mit nur einer Frage angewendet werden. Aber wie funktioniert dieses Observed Score Equating? Ausgangspunkt ist ja das folgende Problem. In den Daten haben wir für verschiedene Umfrageinstrumente zum gleichen Konstrukt jeweils unterschiedliche Antwortverteilungen. Die wahren Konstruktintensitäten der Befragten sowie die Form der latenten Verteilung sind unbekannt. Die Antwortverteilung in den Daten bildet also sowohl die wahre Konstruktintensität ab, als auch die Besonderheiten der Instrumente. Mit anderen Worten, Realität und Messung sind zunächst untrennbar vermischt. Observed Score Equating löst dieses Problem mit einem besonderen Forschungsdesign.
Hier sehen wir den Fall, dass die Daten zu Instrument A und zu Instrument B beide zufällig aus der gleichen Population gezogen wurden. Wir kennen weiterhin weder die latente Konstruktintensität der Befragten noch die Verteilung der latenten Konstruktintensität. Wir wissen nun aber, dass die latente Verteilung gleich ist für beide Instrumente. Wir haben also die latente Ebene gleichgesetzt und damit kontrolliert. Daher stellen Unterschiede in der beobachteten Antwortverteilung nur noch Unterschiede der Messung und nicht wahre Unterschiede der Befragten dar. Um die beiden Instrumente nun vergleichbar zu machen, müssen wir also nur die Antwortverteilungen angleichen. Indem wir die Antwortverteilungen angleichen, ordnen wir Befragte mit der gleichen Position in der Stichprobe den gleichen Zahlenwert zu. Zum Beispiel bekommen durchschnittliche Befragte bei Instrument A und bei Instrument B nun den gleichen Wert. Es folgt bald ein empirisches Beispiel, bei dem die Logik nochmal verständlicher wird. Zuvor aber ein bisschen Mathe. Wie können wir Antwortverteilungen angleichen? Da gibt es zwei Unterformen des Observed Score Equatings. Linear Equating funktioniert, wenn die Antworten beider Instrumente näherungsweise normal verteilt sind. Im Endeffekt werden dann nur Mittelwert und Standardabweichung eines Instruments an die des anderen Instruments angeglichen. Meistens sind Antworten aber nicht normal verteilt, weil zum Beispiel die Verteilung sehr schief ist. Daher eignet sich für Umfragedaten meist das sogenannte Equipercentile Equating. Hier werden Antwortverteilungen über die Prozentränge der Antwortoptionen angeglichen. Und wie das genau funktioniert, sehen wir jetzt. Hier zunächst die Antwortverteilung von Instrument A aus unserem empirischen Beispiel und die dazugehörigen Prozentränge. Die Antwortoptionen von 1 bis 5 bilden die X-Achse, die Prozentränge die Y-Achse. Natürlich haben wir eigentlich nur 5 Antwortoptionen und jede Antwortoption umfasst einen ganzen Bereich verschiedener Prozentränge. Equipercentile Equating interpoliert daher Prozentränge linear, sodass eine durchgehende Linie entsteht. Nun fügen wir analog die Prozentränge von B hinzu. Equipercentile Equating transformiert nun Schritt für Schritt Antwortoptionen von B in das Format von A oder auch umgekehrt. Zunächst werden die Antwortoptionen von B in ihre entsprechenden Prozentränge umgerechnet. Die mittlere Antwortoption 3 in Instrument B entspricht zum Beispiel einem interpolierten Prozentrang von 46%. 46% der Stichprobe sind also misstrauischer oder genauso misstrauisch wie ein durchschnittlicher Befragter, der eine 3 wählt. Nun drehen wir den Spieß um und fragen, welche Antwortoptionen in Instrument A würden Befragte mit einem Prozentrang von 46% in unserer Stichprobe wählen? Und hier kommt die lineare Interpolation zum Tragen. Wir müssen uns nicht an ganze Zahlen halten, sondern würden erwarten, dass beim Prozentrang 46 die Antwort in A im Mittel eine 1,81 ist. Eine 3 in Instrument B entspricht also einem Wert von 1,81 im Zahlenformat in A. Und hier das Ganze dargestellt mit der Antwortverteilung in unserem Beispiel. Wir transformieren alle Antworten mit Wert 3 in Instrument B, indem wir diesem Befragten eine 1,81 zuordnen. Wir rekodieren Antworten aus B also einfach mit dem Ergebnis des Equipercentile Equatings. Und nun verfahren wir analog für alle anderen Antwortoptionen. Wir sehen nun in Gelb die Antworten auf Instrument B transformiert in das Format von A. Die Verteilungsparameter wie Mittelwert und Standardabweichung haben sich an die Verteilung von A angeglichen. Schiefe und Kurtose sind nicht grafisch abgebildet, aber sind nun auch A ähnlicher. Inhaltlich impliziert das, dass Personen an verschiedenen Stellen entlang der Dimension des Konstrukts nun ähnliche Zahlenwerte im transformierten Instrument B haben wie in Instrument A. Eine kurze Zwischenzusammenfassung. Observed Score Equating benötigt eben die Daten beider Instrumente gezogen aus der gleichen Population. Dort werden die beobachteten Antwortverteilungen angeglichen und daraus eine Rekodierungstabelle abgeleitet. Diese Rekodierungstabelle kann nun in den gleichen Daten angewendet werden oder auch in anderen Daten, in denen diese Instrumente verwendet wurden.
Equating harmonisiert also Instrumente und nicht nur Daten. Es verbleibt in der Praxis aber eine Herausforderung. Equating braucht Daten beider Instrumente gezogen aus der gleichen Population. Aber woher nehmen? Manchmal sind die Daten, die man harmonisieren will, natürlich direkt schon geeignet. Man denke an Split-Half-Experimente in Umfrageprogrammen, wenn ein Instrument in einer Zeitreihe geändert wird. Equating ist in solchen Fällen direkt möglich. Oft ist die Situation jedoch nicht so günstig und wir brauchen andere Daten zum Equaten. Eine Möglichkeit ist es, ein kleines Methodenexperiment durchzuführen, zum Beispiel in einem Online-Access-Panel. Equating mit solchen Daten ist nicht perfekt, aber dennoch eine gute Annäherung. Zuletzt stehen die Chancen aber gut, dass die Instrumente in verschiedenen Umfrageprogrammen öfter eingesetzt wurden. Zufallsstichprobe der gleichen Population kann ja auch bedeuten, Umfragedaten basierend auf einer Zufallsstichprobe des gleichen Landes im gleichen Jahr. Und diesen dritten Ansatz will ich kurz näher erläutern. Das Setup wäre also, dass Instrument A in einer Umfrage und Instrument B in einer anderen Umfrage verwendet wurde. Beide Umfragen basieren auf ähnlichen Zufallsstichproben, zum Beispiel der erwachsenen deutschen Bevölkerung. Wenn wir nun ein Jahr finden, in dem beide Umfragen das Konstrukt erfragen, haben wir Daten zum Equating. Hier 2016. Die resultierende Rekordierungstabelle können wir dann auch für alle anderen Jahre anwenden oder gar in ganz anderen Umfragen, die Instrument A oder B auch verwendet haben. Natürlich kann es auch größere Zeitlücken geben. Hat sich dann die Verteilung des Konstrukts in der Bevölkerung in der Zwischenzeit verändert, funktioniert Equating nicht mehr. Oder zumindest nicht direkt. Aber Equating lässt sich auch verketten. Nehmen wir an, es gibt ein drittes Instrument zum gleichen Konstrukt, das in einem Jahr mit B überlappt und in einem anderen Jahr mit A überlappt. Dann können wir B mit diesem Relay-Instrument equaten und dann weiter das Relay mit A. Das Relay-Instrument überbrückt also die zeitliche Lücke, sodass wir trotzdem A und B harmonisieren können. Gerade für häufiger verwendete Konstrukte sind solche Überschneidungen gar nicht abwegig. Hier ein Überblick über 7 Instrumente zu politischem Interesse, die bei Umfragen zum Einsatz kommen, an denen GESIS beteiligt ist. Jede graue Zeile stellt ein Instrument von A bis G dar. Die bunten Punkte sind Jahre, in denen das Instrument eingesetzt wurde. Die Farbe bildet zudem ab, in welcher Umfrage es verwendet wurde. Wir sehen, dass Instrument A, ursprünglich aus dem Albus, oft verwendet wurde und auch in anderen Umfragen vorkommt. So eine Zeitreihe eines Instruments stellt ein ideales Relay dar, mit dem auch Instrumente harmonisiert werden können, die zeitlich nicht überlappen. Betrachten wir nun die Instrumente F und E. Wir können Instrument F mit einem Relay-Instrument A mit Daten aus 1982 equaten und dann weiter das Relay-Instrument A mit dem Zielinstrument E mit den Daten aus 2016 equaten. Natürlich wird es in großen Harmonisierungsvorhaben schnell sehr aufwendig, solche Verbindungen manuell herauszusuchen. Zum Glück ist das aber eine Aufgabe, die sich gut automatisieren lässt. Für unsere Harmonisierungstätigkeit haben wir das in R realisiert und planen mittelfristig, das auch anderen Forscherinnen zur Verfügung zu stellen. Jetzt zum Endspurt nochmal zusammengefasst. Equating gleicht also das numerische Format verschiedener Messinstrumente an. Es kann dabei problemlos Unterschiede im Fragetext sowie in der Zahl und Formulierung der Antwortoptionen bewältigen. Equating harmonisiert dabei Instrumente und nicht nur Daten. Man kann in dafür günstigen Daten equaten und die resultierende Rekordierungstabelle dann auch in anderen Daten einsetzen. Wenn man die Rekordierungstabelle auf Daten aus unterschiedlichen Populationen anwendet, dann werden wahre Unterschiede der Population bewahrt. Jedoch sollten zwei Aspekte bedacht werden. Erstens, Equating harmonisiert nur das numerische Format, also Arbeitsschritt 3. Unterschiede im gemessenen Konstrukt oder in der Messqualität bleiben unverändert erhalten und müssen anderweitig bewältigt werden. Zweitens, Equating kann manchmal davon abhängen, in welcher Population es durchgeführt wird. Ich würde zum Beispiel nicht empfehlen, ein Instrument einer internationalen Studie mit ausschließlich deutschen Daten zu equaten und die resultierende Rekordierungstabelle dann ungeprüft auf Daten aus Japan anzuwenden.
Der Kern des Problems ist hier aber gar nicht die Grating selbst, sondern die teils unklare Messinvarianz der Instrumente. Wenn Instrumente sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Populationen interpretiert werden, dann kann man nicht in der einen Population equaten und damit eine andere harmonisieren. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Effizient aus dem Vortragstitel. Equating ist effizient, weil ein Ansatz auf immer gleiche Weise für ganz viele unterschiedliche Konstrukte und Instrumente angewendet werden kann. Zudem verarbeitet Equating verschiedene Instrumentunterschiede wie Frageformulierung und Antwortformat gleichzeitig. Und zuletzt eignet sich Equating auch sehr gut für teilautomatisierte Harmonisierung. Gerade für große Ex-Post-Harmonisierungsprojekte sind diese Effizienzvorteile meiner Meinung nach entscheidend. Damit sind wir am Ende des Vortrags angelangt. Direkt zum Thema sei nur noch auf folgende Ressourcen verwiesen. Die immer mal wieder im Vortrag eingestreuten Links zu Blogposts sind alle aus meiner monatlichen Blogreihe Adventures in Exposed Harmonization auf dem GESIS-Blog. Da bespreche ich die heutigen sowie verwandte Themen in gut verdaulichen Methodenhäppchen. Equating wird zum Beispiel diesen und nächsten Monat besprochen werden. Für Equating selbst gibt es natürlich auch die formale psychometrische Literatur. Aber zur kurzen Zusammenfassung für Umfragedaten sei auf einen Newsletter-Artikel verwiesen, in dem ich Equating, wie auch hier im Vortrag, für Umfragedaten herunterbreche. Und bei Interesse können Sie mich natürlich auch gerne anschreiben. Darüber hinaus beraten wir bei GESIS zu vielen verschiedenen methodischen Themen, um Sie bei Ihren Forschungsvorhaben zu unterstützen. Und in diesem Rahmen berate ich Sie natürlich auch gerne zu Harmonisierungsfragen, zugeschnitten auf die Bedürfnisse Ihres Projekts. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.